Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Kunstrasenfreunde, hier von der Adventure Golf Anlage aus Großzimmern. Loch Nummer 12, da sind wir nun angelangt. Die ersten beiden Teile gab es ja auf meinem Kanal. Und hier muss man einfach den Ball über das Wasser rüber chippen, auf der Bahn landen, hier vorne am Stein abprallen, nochmal da am Baumstamm abprallen, wieder zum Stein zurück und dann den Ball einfach reinkullern lassen. Klingt relativ einfach, ist es auch für die, ja, physikalischen Götter unter euch, liebe Freunde. Und zu denen gehöre ich auch. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie man dieses Loch am besten bewerkstelligt. Erstmal in Sicherheitsschlag. Und jetzt halte ich mal die Fresse. Genießt die Aufnahmen. Willst du mich verarschen? Ey. Das ist der Scherz des Jahres, ehrlich. Yes, baby! Unfassbar, der Typ. Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwie aufgenommen habe. Hole in two, ey. Dann haut der gegen die Steine, okay, dann haut der den so auf die Kante des Bodens. Ja. Aber nur. Undank ist der Weltenlohn, liebe Freunde. Aber wir kommen dafür jetzt zum Robert. Und ihr hört es schon an dieser musikalischen Untermalung. Das wird ein geiles Loch. Den ersten hat er erstmal schön hier ins Gebüsch gesemmelt, beziehungsweise in die Steine. Und ihr habt ja schon gesehen, wie frustriert er den Ball hingelegt hat. Ja, hier wird nochmal mit dem Fuß nachkorrigiert. Ob das legal ist oder nicht, scheiß drauf, Schwamm drüber. Robert wird uns mit diesem Loch unterhalten. So, schon mal akribisch Maß genommen, wie er den Ball treffen muss, um ihn perfekt abprallen zu lassen, damit er im Wasser landet. Dankeschön, Robert. Da kommt auch direkt, jetzt achtet mal drauf, der hilfesuchende Blick zu den Cresinios. Nach dem Motto, was habe ich denn falsch gemacht? So, Cresinio lässt sich nicht lumpen, sprintet sofort los, schnappt sich den Kescher und holt den Ball aus dem Tümpel. Kopierkollegen unter sich, Stück für sie, Dankeschön, besten Dank. Robert mit dem Hockeygriff, das kann nichts werden, das haben wir schon am Ansatz gesehen. Er ärgert sich auch, er ist emotional schon am Boden frustriert. Ja, der nächste Schlag. Halleluja, er geht mal rüber, aber leider auf die falsche Bahn. Da waren wir schon. Bahn Nummer 11. Wie gesagt, in den anderen Videos seht ihr die anderen Bahnen. So, der nächste Schlag. Robert wirklich am Boden frustriert. Haut ihn ins Wasser. Gott sei Dank hat der Landschaftsbauer den Tümpel keine 3 Meter lang gemacht, sonst hätten wir neue Sauerstoffflaschen rausholen müssen. Ja, Wasser für die Commanders. Und ja, Robert ist frustriert. Da rollt sogar schon der Ball weg. Gerade noch kann er ihn korrigieren. Und jetzt, ja, Robert, du hast es verdient, oder? Komm, Belohnung muss sein, mal draufgeknüppelt. Und schade. Da kann auch schon mal der Schläger fliegen. Es ist so herrlich. Da wird lamentiert, da wird beleidigt. Er will das Ding aber noch einlochen. Ja, Schlag. Um euch das zu ersparen, haben wir es hier mal ein bisschen schnell vor Lauf gemacht. Und wer ist schuld? Die Brücke ist schuld. Das Loch ist schuld. Der Krieger ist schuld. Alle sind schuld, nur ich nicht. Das ist, ja, Robert. Jetzt kommen wir zu den Cresinios, der auch ganz vorsichtig und langsam mit einem Sicherheitsschlag den Ball auf das Grün bringt. Ganz ruhig und gemächlich geht er dann hin und hat leider beim falschen Kollegen abgeschaut, wie es funktioniert, nämlich bei der Roberts. Er haut das Ding nämlich auch mal gediegen ins Wasser. Ja, bei einem Flipper-Wettbewerb wäre er ganz weit vorne mit dabei gewesen, hätte hier ordentlich Punkte sammeln können. Aber wir sind nun mal im Golf und da bedeutet sowas Strafschlag. Ja, der Croupier-Kollege Robert holt sich direkt schon wieder den Kescher. Hier ist der nächste Schlag von den Cresinios. Der geht auf die Nachbarbahn, Bahn 13, dass er verdächtig ist. Hier, Kollege, Stück für Sie. Besten Dank, der Herr. So läuft es im Casino ab. Es ist ein Geben und Nehmen. Und ja, habt ihr gerade gesehen, wie er sich die Hand trocken schubbert, damit er den Ball da über die Seite bringt? Echt widerlich. So, aber seien wir mal ganz ehrlich, das ist ein Schlag für den Cresinios. Den kann er ohne Probleme machen. Da kannst du ihn morgens früh um 3 Uhr wecken, beziehungsweise eher um 10 Uhr morgens wecken. Den macht er dir rein. 13. Loch. Eine sehr steile Rechtskurve begrüßt uns hier zu Anfang an diesem Löcksken. Und es sieht eigentlich recht simpel aus, liebe Freunde.
Kann man nicht anders sagen. Es sieht relativ simpel aus. Ich mit meinem ersten Schlag bleib da oben auf der Kante hängen und der Ball verfälscht dadurch ein bisschen seine Laufbahn und ich lande ekelhaft im Rough an diesem Holzflock. Ich versuche den ersten Ball rüber zu spielen, nicht ganz geklappt, in die Steine gekloppelt. Ärgerlich. So, der nächste Schlag kommt sofort. Den habe ich mir gedacht, den chippst du einfach mal mit ein bisschen Kraft rüber. Fupp. Leider zu kräftig. Bahn Nummer 14, da kommen wir auch nachher erst hin. Sowas gibt natürlich unnötige Fehlschläge. Den nächsten lupfe ich rüber. Auch der geht leider zu weit. Das Gefühl ist weg. Die Stimmung am Tiefpunkt bei den Commanders. Eben noch so ein Bombenloch gespielt. Und das Glück, es hat mich verlassen. Beziehungsweise eher gesagt, das können. Da hier kann doch mal ein Schläger fliegen, oder? Jawoll! So, Crisinho. So, ich auf jeden Fall 9 Punkte bekommen. Und jetzt ist der Robert dran. Robert hat da schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Zumindest ansatzweise. Und das erste Ding erstmal wieder daneben. Ja, vielleicht braucht der Kollege auch eine Brille, wer weiß. So, dafür aber der nächste Schlag umso besser. Sah doch schon mal solide aus. Hier aus der First-Person-Perspektive das Ding eingelocht. Glückwunsch an Robert, 3 Schläge für dieses Loch und jetzt kommt der Crisinho. Der geht früh in die Steilkurve, so wie man es eigentlich auch macht. Und eine wirklich sehr, 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 sehr gute Ausgangslage für die Crisinhos. Der nächste Schlag, Schlag Nummer 2, ist aber leider zu kurz. Ja, Zahnstöcherchen im Arm, da bringt es nichts. 3 Schläge auf für den Crisinho, ich habe volle Punktzahl erreicht. Loch Nummer 14, liebe Freunde, ein wahrscheinlich traumhaftes Loch. Auch ein, ich glaube, das war mit das längste Loch. Da freut sich der Bro wieder, es ist das längste Loch in der Geschichte der Löcher, das wir jetzt hier angehen. Der erste Schlag von mir, solide, aber ein bisschen zu schwach. Da habe ich ein bisschen schwächeln müssen. Tut mir leid, liebe Freunde. Der hätte definitiv besser kommen können. Auch der nächste Schlag, den kann ich gerade noch so aufs Grün bringen. Aber ihr seht es, wie uneben dieses Löckskin ist. Es geht rauf und runter, der Ball kullert hin und her. Das kann einen schon mürbe machen. Mit ein bisschen zu viel Kraft geht der Ball dann drüber hinaus, rollt aber dank der abschüssigen Lage wieder zurück. So, nächste Kirsche, endlich mal eingelocht. Besten Dank. Wir kommen zum Robert. Während Crisinho den Punktestand immer akribisch überprüft hat, Robert mit ein bisschen Glück nicht im Abseits gelandet, sondern auf der Bahn geblieben. Und der nächste Schlag, knapp am Löhrchen vorbei. Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Beide Roberts, da fehlt halt das Quäntchen Glück bei den Roberts. Und hier einfach, 3 Schläge für das Loch. Eigentlich nicht schlecht von Roberts. Er spielt ja auch nicht schlecht. Allerdings hat er Unglück. Gerne mit dabei. Anders sieht es beim Crisinho aus. Das ist wirklich ein Typ, der wirklich widerlich ist. Also wirklich widerlich von A bis Z. Ich meine, schaut euch das an. Das ist wirklich zum Kotzen. Ja, da kann er sich freuen, das hässliche Kind. Bah! Loch Nummer 15, meine Freunde. Eine traumhafte Bahn. Anders kann man diese nicht beschreiben. Hoch über den Hügel, da geht's wieder runter. Das ist übrigens die Bahn, wo beim zweiten Teil Roberts Ball von dem Jungen abgeschlagen worden ist. Oder in der ersten Runde, ich weiß gar nicht mehr. Und der Krieger fängt erstmal an. Und ja, ich meine, Skill ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird. Dankeschön. Jawohl! Hole in one für die Commanders! Hole in one, Rottisch, damit abgeklatscht. Highway to Hell. Gute Laune, vorprogrammiert, besten Dank. Ja, herrlich. Robert versucht das Ganze natürlich stilecht nachzumachen, so wie wir ihn Robert kennen. Sieht auch alles ganz gut aus, nur dass der Ball nicht am Loch landet. Ja, somit braucht der Robert für dieses Glücksskin 2 Schläge. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und der Crisinho versucht es ebenfalls nachzumachen. Und auch der scheitert leider, 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 leider an diesem Loch. Ja, das einzige Hole-in-One auf dieser Bahn hat der Commander erzielt. Im kompletten Adventure Golf bin ich der einzige von uns drei, der ein Hole-in-One geschafft hat. Bahn Nummer 16, liebe Freunde. Durch diesen Tunnel muss er gehen. Eventuell hätte man dann noch rüberprügeln können. Da unten kommt die Kirsche dann wieder raus. Ja, dann geht es in diese Rechtskurve. Da ist das Loch. So, Commander fängt an und der erste Schlag. Ja, Kacke. Ich kann einfach nur sagen, Kacke. Anders kann man das nicht beschreiben. Und ja, der nächste Ball kommt sofort. Zack, von der Crisinhos. Der Balljunge. Der hat direkt einen
besten Job. So, deshalb spielt man jetzt ein bisschen vorsichtiger. Und ihr seht jetzt auf der Bahn schon die Stelle, wo der Ball landen wird. Da wird irgendwie, je nachdem wie viele Schläge man braucht, jeder Ball irgendwie landen. Das ist anscheinend so die Optimalroute, die sich über die Jahre hinweg eingebürgert hat. Und der nächste Schlag glücklicherweise nicht ins Abseits, ja, sondern nur aufs Waff. Und ja, dafür geht der dahin. Ziemlich widerlich. Ich habe dieses Loch auch wirklich nicht gemocht. 8 Schläge habe ich insgesamt dafür gebraucht. Und wer jetzt mitgezählt hat, der weiß, da kommen jetzt noch ein paar. So, nächster Schlag hier. Besten Dank. Ja, es war ein ewiges Hin und Her, bis ich dann wirklich kurz vorm Verzweifeln war und hier mit meinem letzten möglichen Schlag das Ding eingelocht habe. 8 Schläge habe ich gebraucht. Mal sehen, ob der Robert das besser machen kann. Schlag Nummer 1, ebenfalls Kacke. Deshalb kommen wir hier direkt zum dritten. Muss ja einen Strafschlag doch geben. So, jetzt kommen wir direkt zum fünften. Nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Ich weiß gar nicht, wie wir es gemacht haben. Auf jeden Fall alles dubios, diese ganzen rechten Werke, wie wir es hier gemacht haben. Auf jeden Fall, das müsste jetzt Schlag Nummer 3 gewesen sein. Wenn ich jetzt richtig drauf bin, Schlag Nummer 3. Ich muss mal hier mit dem Schiedsgericht fragen. So, Schlag Nummer 4 geht durch. Ja, genau so war's. Das ist jetzt Schlag Nummer 4. Also man durfte, wenn man den ersten versemmelt hat, durfte man nochmal neu anfangen und hat dafür keinen Strafschlag bekommen. Dann Schlag Nummer 5. Da seht ihr schon die Frustration bei der Roberts. Und Schlag Nummer 6. Dankeschön, Dankeschön, Robert. So, weiter geht's mit dem Crisinho, der ja auch bei dieser Bahn nicht gerade glänzt. Ha, zum ersten Mal. Das ist, Crisinho hat 2 Löcher nur gebraucht, wo er über die maximale Punktzahl kommt. Das war eins davon. Übrigens hier, ja, er hängt da, bleibt da kurz vorm Loch hängen. Und Crisinho hat Probleme mit Löchern, kann man so sagen. So, hier. Da ist er. Guck mal. Da ist die Sau. Und da muss man halt mal ein bisschen... Das ist legal. Der Ball liegt hier auf dem Grün. Hab noch nie gesehen, dass einer so einen scheiß Schlag macht. Naja, das ist halt der Crisinhos. Wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal auf dieser Bahn sein. Beziehungsweise auf der Anlage. Wir werden sicherlich nochmal hindüsen. Ich kann sie wirklich nur empfehlen, während wir hier versuchen, Crisinho irgendwie alle mit unseren Schatten abzulenken. Und schattenmäßig haben wir ordentlich was zu bieten. Und das bringt was. Also Crisinho, der Nervenjongleur, hat auch da seine Probleme, wie man sieht. Und braucht für dieses Loch halt 9 Schläge. Wir kommen zur Bahn Nummer 17. Von diesem Podest aus muss man den Ball über, ja, den Abgrund schlagen, auf die Bahn bringen. Dann geht es hier in die Kurve. Die eine leichte Rechtskurve ist auch ein wirklich langes Loch, ein langes Löckskin. Und über diesen Säulen sind die Boxen, das heißt, darüber ist die Soundanlage. Wenn ihr euch fragt, warum ist da kein Sound? Ja, weil ich halt alles rausschneiden musste, weil halt die ganze Zeit da lizenzfreie Musik läuft. So, ich musste auf Klo, deshalb haue ich den ersten Ball schon mal zu den Toiletten, damit es sich aufhält. Da unten liegt er. Aber dafür, ja, mit entleerter Blase sieht das Ganze dann doch schon ein bisschen besser aus. Sollte euch das Ganze gefallen haben, solltet ihr Ideen haben für weitere Events, was wir machen sollen, Go-Kart ist zum Beispiel gefallen, Paintball ist gefallen, Bowling ist gefallen, solltet ihr irgendwelche weiteren Vorschläge haben, dann schreibt sie uns bitte in die Kommentare. Solltet ihr coole Anlagen, wie zum Beispiel auch so eine Minigolfanlage oder richtig geniale Bowlingbahnen kennen oder was weiß ich, Kartbahnen, ich meine, Fahrwerk hat ja auch eine eigene Kartbahn, vielleicht geht da irgendwas. Müssen wir mal die Jungs von Fahrwerk anfragen. Solltet ihr auf jeden Fall irgendwelche speziellen Plätze kennen, wo man solche kleinen Events machen kann, dann schickt uns bitte das Ganze, ja, in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, am besten mit einem Link zur Homepage von der Seite. Nicht zu eurem YouTube-Kanal, sondern zu den einzelnen Locations. Würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt gesehen, irgendwo ganz im tiefsten Bayern am Bodensee irgendwo gibt es auch noch eine Bahn. Eine Adventure-Golf-Bahn, das sah auch nicht schlecht aus. Müssen wir mal schauen, wo wir dann als nächstes hingehen und was wir als nächstes machen. Da sind wir natürlich so ein bisschen auf eure, ja, auf eure Unterstützung gespannt. Solltet ihr die ersten beiden Teile noch nicht gesehen haben, schaut es euch bitte an. Es war ein bisschen mehr Arbeit, als ich sonst es mit meinen Videos hatte. Es waren eine Menge Dateien, die ich hier zusammenschnipseln musste. Wir haben auch einige Aufnahmen mit der GoPro gemacht, die sind leider meistens gar nichts geworden. Was ziemlich schade ist, aber naja, kann man nicht machen. Kann man nichts machen, eher so gesagt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem
ja, unterhalten, gefallen. Es waren ja ein paar schöne Aktionen mit dabei. Ein paar schöne Löcksken, die wir gestopft haben, damit sich der Bro wieder freuen kann. Hier der Cresinio auf Bahn 17 haut jetzt auch mal das Ding endlich rein. Bahn 17 gewinnt somit Cresinio und Robert mit 4 Schlägen. Ich habe 5. Und wir kommen jetzt zur letzten Bahn, zur Bahn Nummer 18. Das ist eine relativ kurze Bahn. So viel kann ich schon mal sagen. Da ist eigentlich alles Dacko hier. Am Stein kann man auch schön abkürzen nochmal. Und ja, ich würde sagen, ich kommentiere jetzt das letzte noch. Danach gibt es noch ein Schlusswort. Ja, und leider, Freunde, habe ich hier nochmal das Lochverbet. Sonst hätte ich das zweite Hole-in-One gemacht. Ärgerlich! Ärgerlich kann ich nur sagen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte ein Like da, ein Abo, wenn ihr mich eh nicht schon abonniert habt. Und es kommt nachher eh noch ein kleines Schlusswörtchen von mir zu der Bahn. Ja, Robert haut das nächste Ding hier einfach mal in die Karpaten. Und jetzt zeigt der Robert, wie man ein Hole-in-One machen würde, wenn man nicht den ersten Schlag versemmelt hat. Ne, Robert? Ja, da ist er drin, da freut er sich. Besten Dank. Und jetzt der Cresinio darf auch nochmal ran. Herrlich. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten Bombenwetter. Ich kann euch die Bahn wirklich nur empfehlen. Schaut mal in die Videobeschreibung, da steht eigentlich alles Wichtige drin, was es dazu zu sagen gibt. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier aus der Kommentatorenkabine und gebe jetzt zum Commander, der den endgültigen Punktestand und die Resultate, ja, direkt vor Ort hat und euch alle Infos geben wird. Somit verabschiede ich mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger und das Schlusswort habe ich selber. Live. Das Minigolfen ist gegessen und der Gewinner ist diese Ratte. Wie viele Punkte hattest du? 77. Dann komme ich mit 87 Punkten und dann kommt der Robert mit 92 Punkten. Ja. Und ja, eine geile Anlage, hat eine Menge Spaß gemacht. Kann man auf jeden Fall, komm mal hier ein bisschen mehr rum, kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, wir sind raus. Gutschuss, euer Commander Krieger. Und Schlusswort kriegt nicht der Robert, sondern der Gewinner. Robert, erstmal du. Er wollte ja Minigolf spielen, weißt du? Nee, nicht so ganz. Ne? Aber das Kapitel Golf ist mir abgehakt, ihr könnt nicht alle machen. Ja, ich denke mal, ich werde meinen Titel nicht verteidigen können. Höchstens in einer anderen Disziplin. Das ist korrekt. Schauen wir mal. Schreibt uns mal irgendwelche Vorschläge in die Kommentare, was ihr gerne hättet. Go-Kart. Gut Schuss.